Die Legende. Der Legende nach lebte vor 3000 Jahren ein kleiner Junge an einem See, weit ab von jeglicher Zivilisation. Der Junge war nicht gewöhnlich, er hatte goldgelbe Augen. Die Augen des Teufels. Jeder der Bewohner des nächsten Dorfes hatte Angst vor diesem Jungen. Sie brauchten den See, um zu überleben. Doch wagten sie es nicht, an den See zu gehen, um sich von dort frisches Wasser zu holen. Um den Jungen loszuwerden, planten die Dorfbewohner einen Angriff. Mit Fackeln und Steinen bewaffnet, machten die Leute sich auf den Jungen zu finden und ihn zu vertreiben. Doch der Junge wollte nicht fort. Er wollte an seinem geliebten See bleiben. Er gehörte hierher. Den Bewohnern des Dorfes blieb nichts anderes übrig, als den Jungen zu töten, als diese Gegenwehr leistete. Seither geht die Legende umher, dass der Junge alle 50 Jahre wieder auftaucht und die Bewohner des Dorfes, welches sich mittlerweile zur Stadt ausgebaut hat, heimsucht und ein Opfer mit sich nimmt, welches er tötet. Die Opfer bestanden immer aus jungen Frauen, weshalb die Väter und Söhne vor Wut rasten und sich jedes Mal aufs Neue blutige Rache schworen. Dieses Jahr hatten die Bewohner der Stadt einen Jungen aus einem anderen Land zu sich geholt, der dem Spuk endlich ein Ende bereiten sollte. Er sei ein Schamane, sagte er, und wollte den Geist des Jungen für die Bewohner vertreiben. Doch es kam anders als geplant.